Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche am 3. Advent. Ja, in einer Woche ist es tatsächlich schon so und wir haben Weihnachten. Es ist, ich finde tatsächlich, diese Vorweihnachtszeit verging wie im Fluge. Und auch einfach, weil es natürlich nur 3 Adventswochen sozusagen auch sind, die man ja mit allerlei schönen Weihnachtsdingen sozusagen verplant. Meine Woche war eine kurze Woche. Ich habe 4 Tage gearbeitet und habe am Freitag frei gehabt und habe da einfach so ein paar Dinge auch erledigt. Wie ich krank war, ich ein bisschen verschieben musste, wie Zahnarzt, wie viel man. Es blieb aber natürlich ein bisschen Zeit auch zum Entspannen. Und es gab die Woche auch so ein bisschen was Weihnachtliches. Ich war, glaube ich, 2 oder 3 Mal auf dem Weihnachtsmarkt, was ich immer super schön finde. Und gab auch ein leckeres Weihnachtsessen. Ja, kann mich nicht beschweren über diese Woche. Allerdings, ja, ganz anders ist die Lesewoche rückblickend. Denn ich habe von 4 Büchern, die ich gelesen habe, 3 abgebrochen. Und zu denen werde ich heute auch nur ganz kurz was sagen, weil ich glaube, ja, über abgebrochene Bücher gibt es gar nicht allzu viel zu erzählen. Und auch filmtechnisch habe ich 2 Filme geguckt. Eine neue Serie liegt hier, neu, so in Anführungszeichen. Wer Instagram von mir verfolgt, der weiß, was ich mir Neues gekauft habe. Und es gab ja auch das Kingsiana Hangout am Donnerstag mit unserer großen Ankündigung unserer Kingsiana Tour. Und da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wir starten wie immer mit den Büchern. Und als erstes abgebrochen habe ich A Girl's Night in, Audrey und ich von Lucy Holiday. Ein Buch, das mich ja vom Cover sehr angesprochen hat, auch vom Klappentext, in dem es irgendwie hieß, Bridget Jones meets Notting Hill. Ich glaube, es war Bridget Jones und Notting Hill. Und ich mag beide Filme unglaublich gerne, sowohl Bridget Jones als auch Notting Hill. Das Buch hatte leider sehr wenig damit zu tun. Das nächste Buch, da war ich tatsächlich sehr entsetzt und auch erschrocken, dass mich das so gar nicht packen konnte. Das ist das neue Buch von Guillaume Musot, Das Papiermädchen. Das Buch ist ja jetzt auch erst herausgekommen im November, glaube ich. Und auch das habe ich abgebrochen. Ein Buch, das ich bis zu Ende durchgelesen habe, ja, das einzige von diesen 4, ist Weihnachtsglitzern von Mary Kay Andrews. Und das habe ich, glaube ich, von Sandra geschenkt bekommen, die ein paar Bücher mal ausgemistet hat. Und da haben mich diese beiden Weihnachtsbücher, die es gibt, direkt angesprochen. Ich habe auch noch das zweite Weihnachtswinterbuch von Mary Kay Andrews hier. Und das habe ich diese Woche auch beendet. Und dann habe ich auch abgebrochen Winter, Liebe und ein Wiesel von Emma Wagner. Ist eine Self-Publisherin und mich hat das Cover total angesprochen, wollte wissen, was es mit diesem Wiesel auf sich hat, und auch der Klappentext klang winterlich und lustig, und aber auch das wurde abgebrochen. Und aktuell lesen wir im Leseclub einen winterlichen Musso, eine himmlische Begegnung. Da haben wir jetzt ein Viertel gelesen, 100 von 400 Seiten. Dazu dann natürlich später auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. Noch nicht allzu viel, aber ein bisschen mehr. Aber starten wir mit dem ersten Buch, A Girl's Night in, Audrey und ich von Lucy Holiday. Ist erschienen am 24. November im Nyx Verlag, kostet als Taschenbuch 10, als E-Book 9 Euro. Und ist der erste Teil der Dieven-Reihe. Es ist wohl schon geplant als zweiter Teil Marilyn Monroe und im dritten Teil Grace Kelly. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Wieder-Neuauflage. Ich glaube, die Bücher gab es schon mal 2015 oder 2016 und kommen jetzt eben bei Lux in dieser Art Taschenbuchform mit verändertem Cover, wenn ich mich nicht irre. Aber ich krieg's nicht so richtig mehr zusammen. Und ich habe das Buch nach einem knappen Drittel, ein bisschen mehr als einem Drittel, abgebrochen. Und zwar nach 130 Seiten von 360. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das Buch wirbt damit Bridget Jones meets Notting Hill und habe mir hier einen doch relativ erwachseneren Roman vorgestellt, weil sowohl Bridget Jones als auch Notting Hill, hat nichts mit New Adult oder Ähnlichem zu tun, sondern sind wirklich klassische Liebesgeschichten,
gerne auch nur mit ein bisschen Chaos und ja, ganz tollen Stories, wenn man ja eigentlich so möchte. Also zwei Filme, die ich unglaublich mag und immer wieder gerne gucke. Und das habe ich mir hier erwartet. Und ja, es ist leider klassisches New Adult, wie ich es gefühlt leider überhaupt nicht mag. Denn wir haben hier eine junge Libby, die von ihrer Mutter so ein bisschen dazu getriezt wird, ständig auf Filmcastings zu gehen. Und auch ihre jüngere Schwester, glaube ich, und wenn es nicht die ältere war, ich weiß es nicht mehr, auch die ist da ganz begeistert. Die ist auch erfolgreicher als Libby. Und ja, Libby wird da so ein bisschen von ihrer Schwester und auch von ihrer Mutter so ein bisschen als Bedienstete, sage ich mal, behandelt, wenn man so möchte. Und dann passieren ja, ganz schreckliche Dinge der lieben Libby, nachdem sie ihre erste Sprechrolle bekommen hat. Ja, auf einmal sitzt da Audrey Hepburn und ja, und dann nimmt die Story einen sehr merkwürdigen Lauf und es hat mir einfach nicht gefallen. Also mir haben schon die ersten 50 Seiten, ich habe so oft mit den Augen gerollt und ich war so oft schon von Libby genervt, von den Gedanken genervt und von diesem extremen Jugendlichen und ich habe einfach die Probleme nicht verstanden. Ich habe dieses ganze Setting nicht verstanden. Ich weiß nicht, ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, ich bin einfach, ja, ich bin einfach nicht gepolt für diese Probleme, für diese Dinge. Ich war selbst keine solche Jugendliche und ich konnte mit Libby, ihrer Umgebung, einfach nicht viel anfangen. Und ich fand diese Idee, dass dann ja die echte Audrey Hepburn auftaucht, noch sehr cool und dachte, jetzt wird es hoffentlich besser, aber es nimmt halt die nötige Ernsthaftigkeit, fehlt so ein bisschen, wie ich finde. Und ich finde halt, es gibt einfach andere Fragen, die ich Audrey Hepburn stellen würde, als das, was Libby eingefallen ist. Und ach, mich hat es einfach genervt. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Mich hat es wirklich genervt und ich dachte dann einfach, warum sollte ich das weiterlesen, wenn es mich so nervt, wenn auch ganz andere Bücher noch auf meinem Sub liegen und ups, und ich, ja, also ich habe es abgebrochen. Ich kann tatsächlich auch gar nichts eigentlich mehr irgendwie sagen, weil auf diesen 130 Seiten, ja, war ich einfach so genervt und ja, habe es dann, glaube ich, auch Samstag begonnen, habe dann Sonntag noch versucht weiterzulesen und dann aber beschlossen, ach nee. Und dann habe ich es auch abgebrochen. Und ich denke, das mehr muss man, glaube ich, zu diesem Buch auch einfach ja, nicht sagen. Ein bisschen anders ist es beim nächsten Buch, ja, Das Papiermädchen von Guillaume Musso. Das Buch ist am 2. November im Piper Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 10, als E-Book 9 Euro und habe ich zusammen mit der lieben Chiara und der lieben Miriam gelesen. Guckt in die Infobox, da kommt ihr auch zu den beiden Mädels. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, denn das letzte Buch von Musso, Das Mädchen aus Brooklyn, war für uns alle ein Highlight-Buch. Das habe ich auch zusammen mit Chiara gelesen. Und das war im August, glaube ich. Und wir haben uns sehr gefreut auf Das Papiermädchen, hatten auch recht schnell beschlossen, so, jetzt starten wir damit, wurde eingeteilt und leider wurde es dann nach 300 Seiten von 500 sowohl von Miri wie auch von mir abgebrochen. Denn wir sind einfach nicht so richtig in die Geschichte hineingekommen. Ich weiß auch nicht, es war ein ganz merkwürdiger Schreibstil. Ja, es war überhaupt nichts, was ich von Musso bisher kannte. Wir haben hier einen sehr, sehr erfolgreichen Schriftsteller, Tom, der eine Trilogie geschrieben hat, beziehungsweise zwei von drei Teilen, der wirklich gefeiert wird, gehypt wird, die geilste Reihe überhaupt und wirklich Kohle scheffelt, reich ist, ihm gut geht. Er sich zudem dann noch unsterblich verliebt, dann auch verlobt ist und wir das so über Nachrichten, Texte und ja, über so Presseartikel, wie wenn man selbst im Grunde so Zeitschriften liest, mit Schlagzeilen erfahren wir so ein bisschen davon. Doch dann trennt sich seine große Liebe von ihm und ja, für ihn bricht die Welt zusammen. Er kann nicht mehr schreiben, er kann nicht mehr denken, er zieht sich zurück und dann trifft irgendwann sein ja, Agent, Manager, bester Freund auf und sagt, hey, finanziell geht es uns irgendwie nicht mehr so gut, du musst dich jetzt an den dritten Teil setzen, wir müssen den herausbringen. Und ja, in seiner Verzweiflung, die Tom ist, weil er einfach sagt, er kann das jetzt nicht mehr weiterschreiben, ja, taucht auf einmal eine Figur aus seinem Buch auf
Und ja, die möchte jetzt natürlich ihr Ende so haben, wie sie sich das vorstellt und kritisiert auch so ein bisschen Tom, wie er sie als Figur geschaffen hat. Und ja, dann gehen wir auf einen Roadtrip und ja, wenn einem Charaktere nicht ans Herz wachsen, man mit Charakteren nicht mitfiebern kann, die unsympathisch findet, nicht so richtig versteht, was sie tun, warum und wozu, dann fällt es einfach schwer, da so einen Bezug dazu zu finden. Und so war es leider hier auch mit Tom und auch den anderen Charakteren in der Geschichte. Ich fand das so total sinnlos, es war unwichtig und man hat sich gefragt, was will mir denn Musso damit erzählen? Und er hat das in einer Art getan, die mir vom Erzählerischen überhaupt nicht gefallen hat. Also allein so diese ersten 50 Seiten, die nur aus Schlagzeilen bestanden, aus so ja Nachrichten, Texten, ja mein Schatz, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was da passiert. Das passiert in der Schnelligkeit und es ist kein schönes Erzählen, sondern nur so ein Hingeklatsche an Nachrichten und Neuigkeiten. Und das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Und auch dann der Roadtrip, wenn dann so beginnt und auch unser Papiermädchen, also die Figur, nehme ich an, aus dem Buch soll das Papiermädchen sein. Ich konnte einfach nichts mit anfangen. Es war für mich überhaupt nichts dabei, dass ich gedacht hätte, das finde ich spannend, das finde ich interessant, da will ich wissen, wie es weitergeht. Überhaupt nicht. Und das ist echt schade, weil ich ja wirklich seit letztes Jahr Sommer sehr, sehr begeistert bin von Mussos Büchern und immer mal zwischendurch ja eins lese, was ich auf dem Sub habe, jetzt auch die neueren Bücher von ihm immer gelesen habe und ja, ich so denke, puh, das ist es irgendwie nicht. Ja, auch unser Austausch war großartig. Wir haben uns wirklich gut ausgetauscht. Chiara hat es dann auch bis zu Ende gelesen, hat uns dann auch so ein bisschen erzählt, wo die Reise hingeht. Und Miri und ich haben dann eben ziemlich zeitgleich dann auch abgebrochen. Und es hat uns einfach nicht begeistern können und überzeugen können. Also es tut mir wirklich leid. Ich breche ja Bücher nicht vorsätzlich ab und man möchte ja, dass es einem gefällt. Aber und gerade bei einem Autor, den man ja für sich entdeckt hat und lieb gewonnen hat, fällt das halt immer ein bisschen schwerer. Und wenn man auch noch ein gemeinsames Buch liest, aber es ging einfach nicht. Und ja, dann war ich schon froh, dass ich nebenbei ja, mich weiter in Weihnachts-Winterstimmung bringen wollte. Und zwar mit Weihnachtsglitzern von Mary Kay Andrews, einem Buch, das 2013 im Fischer Verlag erschienen ist. Das als Taschenbuch und E-Book 9 Euro kostet. Gebraucht gibt es die Bücher aber aktuell auch schon günstiger. Ich glaube auch, hier, das ist auch als Menge-Exemplar gekennzeichnet. Und es hat 240 Seiten. Man sieht also, es ist wirklich ein kurzer Roman, der auch hinten noch verschiedenste Rezepte beinhaltet, was ich ganz niedlich fand. Ja, wir treffen hier auf Eloise, ein großer, großer Weihnachtsfan, die diese Zeit wirklich sehr liebt. Und sie lebt in Savannah und möchte Weihnachten im Kreis ihrer Lieben verbringen, zusammen auch mit ihrem Freund Daniel. Und es gibt in Savannah zur Weihnachtszeit immer einen Schaufenster-Laden-Wettbewerb, wer im Grunde das schönste Schaufenster hat. Und Eloise möchte dieses Jahr gewinnen, gerade weil sie auch schräg gegenüber Konkurrenten hat, die sie nicht so richtig mag. Und sie lässt sich inspirieren von einer blauen Brosche, die sie auf einer Auktion im Grunde entdeckt und erhält. Also sie hat so eine Art Antiquariat und lässt sich durch diese blaue Brosche inspirieren. Zudem auch noch vom Song von Elvis, ich glaube auch Blue Christmas. Und wir erleben nun eben, entschuldigt meine Katzen, sind gerade ein bisschen zickig. Ja, entschuldigt, das werdet ihr jetzt gehört haben, aber ist hier alles, es ist nur, wir werben umeinander oder auch nicht, na halt, wie es manchmal so ist. Ja, auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Ja, und wir erleben hier eben die Vorweihnachtszeit von Eloise, die so ein bisschen auf einmal mysteriöse Geschenke entdeckt. Zudem scheint ihr Freund Daniel die Weihnachtszeit nicht ganz so zu mögen und auch hier wollen wir natürlich herausfinden, woran das liegt. Und es war eine schöne Geschichte. Mehr aber tatsächlich nicht. Ich fand sie nicht wirklich sehr weihnachtlich, auch wenn es natürlich das Weihnachtsthema ein sehr zentrales Thema war, hatte ich aber nicht immer so das Gefühl, es ist hier Weihnachten oder gar winterlich oder
Ja, das ist sehr, sehr selten tatsächlich so als Gefühl aufgekommen. Es ist eine schöne Liebes-Lebensgeschichte. Wir erleben so ein bisschen Eloise mit ihrem Hund, mit ihrer Freundin, mit Daniel. Und wir erleben so ein bisschen diese stressige Zeit, die eben die Menschen haben, aber gleichzeitig so diese Sehnsucht nach Ruhe und den Wunsch eben, ja, auch Weihnachten mit den Lieben zu feiern und da viel Zeit miteinander zu verbringen und dass das halt nicht immer so klappt, wie man sich das wünscht. Ich fand das eine Geschichte, die ganz in Ordnung war. Ich habe sie gerne gelesen. Sie hat sich auch schnell weglesen lassen, was natürlich an der geringen Seitenzahl liegt. Und man war wirklich so in zwei Schwupsen sozusagen durch. Und das war auch ganz schön gemacht. Also ich fand auch den Schreibstil sehr flüssig, sehr angenehm, sehr modern, sehr neuartig. Ich mochte das wirklich gern zu lesen. Ich fand auch, ja, wie im Grunde Mary Kay Andrews Dinge ausdrückt und beschreibt, sehr, sehr schön. Also die Bilder, die sie in den Kopf von mir gebracht haben, fand ich sehr gelungen. Es war wirklich angenehm zu lesen. Es war jetzt aber kein absolutes Weihnachts-Winter-Highlight oder ja, dass man vor Begeisterungsströmen irgendwo total da sitzt und sich denkt, Mensch, war das eine geile Story. Es war halt einfach okay. Es war schön, es hat, ja, war angenehm zu lesen, es hat Spaß gemacht, aber es ist nichts, was einen ja, im Kopf bleiben wird, an was man immer wieder denken würde. Es ist, denke ich, auch kein Buch, das man öfter als einmal lesen müsste, sollte. Ich habe ja noch das andere Buch von ihr da, die habe ich ja beide von Sandra geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, hieß das nicht auch irgendwas mit Glitzern? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, es hat auch irgendeinen Titel mit Glitzern. Es gibt von ihr ja noch weitere Bücher. Es gibt noch die Sommerfrauen, Sommer im Herzen, Sommerprickeln. Also sie scheint so ihrem Glitzern und Prickeln so ein bisschen ähnlich zu bleiben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ja, auch das zweite Buch jetzt einfach vielleicht noch vor Weihnachten zu lesen. Mal schauen, ob ich da Lust habe auf eine weitere Weihnachts-Winter-Geschichte. Also es hat mich nicht abgeschreckt oder ähnliches, sondern wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, da auch dann durch noch zum nächsten Buch zu greifen, das ich da habe. Ja, das vierte Buch ist dann auch wieder ein Buch, das abgebrochen wurde und es tut mir echt unglaublich leid und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn man Bücher mit Begeisterung anfängt und gerade beim nächsten Buch auch die Rezensionen wirklich so der Hammer sind und man denkt, das kann nur eine geile Winter-Weihnachtsgeschichte werden und man dann aber ja auch sehr oft den Kopf schüttelt und Augen rollt und ja. Es geht um Winter, Liebe und ein Wiesel von Emma Wagner, ihres Zeichens eine Self-Publisherin. Das Buch ist am 1. Dezember bei Amazon erschienen, kostet als Taschenbuch 14 Euro, als E-Book gibt es aktuell eine Aktion für 99 Cent und da konnte dann auch ich nicht widerstehen. Zum einen hat mir wirklich das Cover unglaublich gut gefallen, der Klappentext hat mich angesprochen und ja, wollte ich eben einfach herausfinden, wie diese Winter-Weihnachtsgeschichte ist und ich habe es nach etwa der Hälfte, also bei 200 von 400 Seiten, abgebrochen. Wir haben hier eine junge Frau, Juli, ich glaube, sie war 22, 23 Jahre alt, die zusammen mit ihrer Tochter alleinerziehend bei ihrer Familie lebt, im Haus ihrer Tante, Oma, ich weiß nicht mehr genau, wem das Haus eigentlich gehörte. Die ganze weibliche Riege der Familie wohnt da zusammen und ja, Juli begleiten wir eben zu Beginn der Weihnachtszeit. Wir erleben, wie unzufrieden sie in ihrem Job ist, wie sie versucht, da irgendwie voranzukommen. Wir erfahren, wie erfolgreich und gut aussehend ihre Schwester ist, wie neidisch sie tatsächlich oftmals ist und natürlich auch die Probleme, die man hat, wenn man eben ein junges Kind hat, eine junge Tochter, die natürlich auch Zeit benötigt und natürlich auch Aufmerksamkeit und Juli so ein bisschen merkt, dass ihr alles ein bisschen über den Kopf steigt. Zudem möchte sie dann eben mit ihrem Chef darüber sprechen, wie es mit ihrer weiteren beruflichen Karriere so sein wird, ob sie übernommen wird in einen festen Vertrag und was ihre Tätigkeiten angehen wird. Dieser hat aber kurz nach dem Aufeinandertreffen einen Schwächeanfall, was natürlich unweigerlich ja, sie zu etwas merkwürdigem Ruhm in der Firma bringt und natürlich keins ihrer Probleme gelöst ist. Dann taucht auch noch der ein oder andere Mann in ihrem Leben auf, zudem auch der Vater von Juli, von ihrer Tochter, also der Ex-Freund von Juli, der Vater der Tochter. Die Beziehung ich persönlich irgendwie nicht verstanden habe und auch irgendwie, ja, das irgendwie sehr durcheinander und für mich wirr war. Und irgendwann taucht eben noch ein Wieselmäuschen auf, wie es im Titel eben erzählt wird, das so ein bisschen Schwung in die Geschichte bringen sollte. Und wir erleben hier halt so ein bisschen dieses Chaos dieser jungen Familie,
Und gerade eben auch um Juli, wo halt der Job nicht toll ist, die Familie irgendwie chaotisch ist, das mit der Tochter nicht so einfach ist und sie selbst halt auch irgendwie nicht zufrieden ist. Und wer dann denkt, dass das Wieselchen ein bisschen gute Stimmung hineinbringt, es locker macht und sich dann auch irgendwann mal ein bisschen mehr um das Wiesel sich dreht, ja, der täuscht sich. Zumindest auf der ersten Hälfte der Geschichte. Denn ich fand diese Geschichte überhaupt nicht gelungen. Also ich konnte Juli bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man überfordert ist als alleinerziehende Mutter, wenn man auch noch nebenbei arbeiten geht, irgendwie mit der Familie so ein paar Probleme gibt, weil auf einmal ja jemand kommt und behauptet, das Haus gehöre ihm, keiner findet diese Dokumente, dass das alles so ein bisschen in Chaos ausbricht. Ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, Mensch, warum klappt bei meiner Schwester alles und bei mir nicht? Das sind ja ganz menschliche Züge. Aber, und jetzt kommt das wirklich große Aber dieser Geschichte, Juli ist für mich einfach persönlich selbst an diesen Dingen schuld. Allein diese ganzen Geschichten, ihre Männergeschichten, fand ich so nervig und schrecklich. Und ich weiß nicht, warum man in diesen Geschichten immer davon ausgeht, dass zum wahren Glück und zum wunderschönsten Weihnachten ein Mann gehört. Aus dem Alter bin ich gefühlt einfach raus. Ich verstehe einfach nicht, warum man nicht als Juli, als diesen Charakter, wie man den gezeichnet hat, nicht auch einfach mal zeigt, wie schön sein kann, wenn man da eben die Mutter hat, die Tante hat, eine Tochter hat, eine Schwester hat, vielleicht noch eine gute Freundin. Das kann doch ein wunderschönes Weihnachtsfest werden. Nein, es wird gejammert über den Job, es wird gejammert über Hunds und über Kunz und ich fand es einfach nur nervig. Ich fand dieses Selbstmitleid von Juli unglaublich anstrengend. Und gefühlt ist sie eben einfach an drei Viertel der Probleme selbst schuld. Zudem kommt ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Ex-Freund, dem Vater ihrer Tochter, der sich wohl irgendwie abgeseilt hat, ich glaube sogar in die USA, und aber dann irgendwie doch wieder auftaucht und dann erinnert sie sich, ach, ich war immer so verliebt und ich bin es auch jetzt noch. Und der sich aber keinen Dolch um seine Tochter schert und sie das auch noch irgendwie gut findet und ihn immer noch verliebt anguckt. Und ich dachte so, hä? Ich habe es einfach nicht begriffen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe diese ganze Beziehung nicht nachvollziehen können. Ich habe die Gedanken von Juli nicht verstanden. Auch wenn es dann es taucht dann eben noch so ein Mann auf, wo man davon ausgehen kann, wie es vielleicht endet. Und was die sich allein an Schimpftiraden an den Kopf werfen und an Feindseligkeit. Und ich dann schon erahne, wo diese Geschichte hingeht und wer der Herzensmann von ihr sein wird. Und ich mir so denke, was die sich an den Kopf werfen, das kann nie eine glückliche Beziehung mehr werden. Also ich hab's nicht verstanden. Also auch in dieser Geschichte habe ich sehr oft Augen gerollt, unglaublich oft mit dem Kopf geschüttelt und mich einfach gefragt, ob junge Frauen wirklich so ticken und ich dann tatsächlich froh bin, dass ich 10 Jahre älter bin und das wohl einfach gut überstanden habe zu dieser Zeit. Vielleicht hatte ich auch einfach keine solchen Probleme in dem Alter. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich konnte mit diesen Charakteren auch wirklich nicht viel anfangen und ich fand es ganz schlimm. Also ich kann einfach dieses Bild, wie es gezeichnet wird, als wären alle jungen Frauen, wenn sie Single sind, verzweifelte Häufchen Elends und nein, so ist die Welt einfach nicht. Also klar gibt es bestimmt Menschen, die, ich will mir darüber gar keine Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin, weil am Ende bin ich auch noch so ein verzweifeltes Häuflein Elend und das nur wegen dem Buch und das geht auf gar keinen Fall. Also auch dieses Buch wurde nach der Hälfte, ja mein Schatz, was ist mit dir? Wurde nach der Hälfte abgebrochen, weil ich einfach dachte, ich will einfach dieses ganze Gejammer und Selbstmitleid einfach nicht hören, nicht lesen und Juli soll einfach mal irgendwas tun, damit es sich verändert und nicht den Job, den sie eh scheiße findet, auch noch hinterherlaufen. Dann muss ich eben im Leben auch einfach was ändern und diese Bereitschaft hat mir einfach gefehlt. Ja, wie ihr seht, ich habe in dieser Woche sehr oft den Kopf geschüttelt. Seit Donnerstag lesen wir den winterlichen, weihnachtlichen Musso, eine himmlische Begegnung. Ich habe jetzt 2 Leseabschnitte gelesen, heute ist Samstag, heute kommt noch der 3. dran, also ich habe 100 von 400 Seiten. Und bisher ist noch nicht allzu viel passiert, außer dass ich die beiden Protagonisten, aus deren Sicht die Geschichte erzählt werden wird, im Grunde irgendwie was vorlügen, merken, aber irgendwie es ist vielleicht die wahre Liebe und so viel mehr bin ich noch nicht gekommen. Auch hier fand ich tatsächlich den Einstieg ein bisschen schwierig,
Aber es lässt sich tatsächlich ganz gut lesen. Also es ist dann schon wieder so ein bisschen Musso, der wirklich schöne Bilder entstehen lassen kann im Kopf. Und ich bin sehr gespannt, wo die Geschichte hingeht. Und da werdet ihr auf jeden Fall nächste Woche in der Bücherwoche ein bisschen mehr dazu lesen, nein, dazu hören natürlich. Und vielleicht seid ihr ja auch im Leseklub beim Lesen dabei. Ansonsten findet ihr den Leseklub auch unten in der Infobox. Ich denke auch mal, dass jetzt Mitte der Woche die Umfrage für das Januarbuch gestartet wird. Ihr dürft euch da auf eine Robert Harris Auswahl freuen, die wir getroffen haben mit 4, 5, 6 Büchern. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da bin ich auch sehr gespannt, welchen Robert Harris wir gemeinsam im Januar lesen. Ja, das wird auf jeden Fall gelesen. Zudem habe ich nach all diesen Winter-Weihnachts-Flops zu einem Thriller gegriffen in Ewiger Schuld. Leider, ja, habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie der Autor heißt und habe da tatsächlich gar nicht mehr allzu viel in dieser Geschichte. Ich glaube, noch ein gutes Drittel. Und auch zu dieser Geschichte werde ich euch da natürlich nächste Woche noch ein bisschen was erzählen. Ja, zu den Katastrophen der Bücher haben wir filmetechnisch zu einem nicht ganz klassischen Weihnachtsfilm gegriffen. Wir haben ja uns den Hobbit angeschaut, eine unerwartete Reise. Eigentlich war mir nach Herr der Ringe. Und mein Papa und meine Schwester haben dann aber beschlossen, ach, dann fangen wir richtig in der Reihenfolge an und schauen uns erst den Hobbit an. Und ich bin ja nicht der größte Fan der Hobbit-Reihe in der Verfilmung. Gerade Teil 2 und besonders Teil 3 fand ich überaus schrecklich. Besonders der dritte Teil, oh, ja. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht zu Hause. Das mussten wir mit Erschrecken feststellen. Also wir haben auch die Extended Edition nur daheim, wie sich für einen echten Freak sozusagen gehört. Und ja, wir dann so gesagt haben, ja, den schauen wir so und so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, den dritten können wir gar nicht gucken. Den habe ich nämlich gar nicht da. Und dann war meine Familie entrüstet, dass ich den gar nicht, wie er herausgekommen ist, vielleicht mir zu Weihnachten und so gewünscht habe. Und ich beschlossen habe, er war einfach so schlecht, ich wollte ihn gar nicht im Regal haben. Ja, das bedeutet jetzt als Aufgabe für meinen Papa, dass er den dritten demnächst mal besorgen muss und der dann hoffentlich nicht in meinem Regal steht, weil ich den wirklich schlimm finde. Aber ich werde ihn ertragen, um dann in den Genuss der Herr der Ringe Filme zwischen den Jahren oder auch im neuen Jahr dann zu kommen. Und ja, wir machen da wirklich schöne Familienabende an den Adventssonntagen draus und ja, haben uns jetzt den Hobbit angeguckt. Ich finde, der erste Teil ist tatsächlich noch für mich ein Mittelerde-Film. Also für mich ist der erste Teil vom Hobbit noch so dieses typische Gefühl, was man so bei Mittelerde hat, was von der Verfilmung auch noch gut ist. Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser merkwürdigen Orks, weil das für mich wieder nicht so hinhaut. Aber ich finde den tatsächlich noch einer der besseren Hobbit-Teile sozusagen, den ich wirklich auch genießen kann. Auch schon da widerspreche ich immer mal ganz gerne, was meine Familie so ein bisschen nervt, aber da müssen sie durch und ja, aber haben wir angeguckt. Ja, was ich jetzt dieses Wochenende starten werde, zusammen mit meiner Schwester, die die Reihe leider nicht also so wie sie ausgestrahlt wurde, angucken konnte. Ja, wir haben zu Hause die 7. Staffel von Game of Thrones. Einfach mega, wie das aussieht. Also ich finde hier, ja, mit diesem Wiedergänger oder dem, ja, das wird direkt auch wahrscheinlich schon, ja, der Bösewicht sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob man so gut in der Kamera sieht, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mir die am Donnerstag beim Erscheinungstag im Müller geholt. Da gab es eine Aktion oder gibt es vielleicht sogar noch 20% auf alle Game of Thrones Staffeln. Dementsprechend war auch die 7. Staffel mit inbegriffen und die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. 20% sind, 30% glaube ich sogar sind weggegangen. 24 Euro hat sie dann gekostet. Ja, 6 Euro sind weggegangen. Und das war im Vergleich wirklich das günstigste Angebot. Bei Amazon lag es, glaube ich, bei 28 Euro. Mediamarkt hat, glaube ich, auch 29 Euro gekostet. Und Expert und Medium und Marktkauf weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit 24 Euro billiger ist man nicht rangekommen. Und so bin ich Donnerstag vor der Arbeit in den Müller getigert und habe ja, die 7. Staffel geholt. Es ist nicht meine liebste Staffel, aber eine sehr gelungene Staffel. Und ich freue mich sehr, das jetzt einfach nochmal so in aller Ruhe, ohne zu analysieren, genießen zu können. Und ich denke mal, da starten wir dann jetzt auch, ja, wenn das Video hier sozusagen rendert, und werden uns ein, zwei Folgen auf jeden Fall anschauen. Auf Netflix habe ich mir
angeguckt Happy New Year. Das ist, glaube ich, ein Film aus 2013, 2012. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Den ich tatsächlich irgendwie noch nie mitbekommen habe. Auch irgendwie, der total an mir vorbeigegangen ist. Er ist ein bisschen so aufgebaut wie Valentine's Day. Wir haben sehr viele sehr bekannte Schauspieler. Also ich glaube wirklich locker um die 20 bekannten Schauspieler. Wie auch immer wir es jetzt ausdrücken. Also Film, Sternchen. Und die jede so eine kleine Episode, eine kleine Rolle in dem großen Ganzen sozusagen erzählen. Und am Ende, wenn dann eben All Lang Syne gesungen wird, da fließen dann bei mir auch die Tränchen. Und es war ein sehr schöner Film und wirklich hochkarätig besetzt mit Hilary Swank, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker aus Sex and the City. Jetzt habe ich wieder alle Namen vergessen. Catherine Hagel, wir haben dabei Zac Efron. Ja, unglaublich viele Schauspieler, die wirklich sehr bekannt sind. Robert De Niro hat eine klitzekleine Rolle. Also wirklich die Hollywood-Riege schlechthin. Und hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jon Bon Jovi war auch dabei, auch sehr cool. Und also hat mir Spaß gemacht. Ist jetzt nicht das herausragendste an Weihnachts-, Winter-, Jahresendfilmen. Aber es war so fürs erste Mal gucken ganz unterhaltsam. Und ich mochte einfach so das Gefühl, was der Film rübergebracht hat. Es ist jetzt auch wirklich nicht ein Highlight. Aber wer Lust und Zeit hat und vielleicht auch Netflix hat und sich sowas gerne mal anguckt, ja, mit diesen unterschiedlichen Episoden, wo eben verschiedene Geschichten eine große Geschichte irgendwie ergeben und man dann wirklich so gespickt einfach so verschiedenen Leuten folgt in der Story. Also ich fand das wirklich ganz gut gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen wenig emotionsvoll war. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Gefühl, mehr emotionale Geschichten innerhalb der großen Geschichte gewünscht. Aber es war wirklich ganz schön und hat mir echt gut gefallen. Und das war jetzt richtig bayerisch. Dementsprechend beenden wir das Thema. Ansonsten ist filmtechnisch oder sowas diese Woche nichts gelaufen. Ich habe auch keine neue Serie begonnen. Ich habe durch den Kingsiana Hangout jetzt einige Serientipps mir aufgeschrieben und werde dann nach und nach jetzt sowohl auf Amazon Prime als auch auf Netflix gucken. Leider habe ich immer noch kein Telekom-Media, um den Report der Markt mir anzusehen, was ich immer noch unglaublich schade finde, dass es das auf so einer Plattform läuft. Ich glaube, da kann man ja nicht mal dazu, wenn man möchte, für einen Monat oder irgendwie sowas. Ich glaube, man braucht direkt Telekom, damit dass man das kann. Ja, aber gut, das ist jetzt, wie es ist. Ich hoffe mal, dass das vielleicht irgendwann mal noch auf DVD gibt oder in meinem normalen Fernsehen läuft. Dann werde ich das auf jeden Fall auch angucken. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserem Kingsiana Hangout vom Donnerstag. Wir hatten wieder einen sehr, sehr lustigen und unterhaltsamen Abend. Und wer es nicht gesehen hat, der guckt auch mal in die Infobox. Da findet ihr den Link zum Hangout. Und wir haben ja da eine große Ankündigung verkündet, denn Kingsiana gehen zusammen in Zusammenarbeit mit Hugendubel auf Tour. Es sind zwei Termine bisher geplant für Frühjahr, Sommer 2018. Wir werden einmal in Frankfurt sein und das im Mai, und Ende Juni wird es ein Booktuber-Treffen in Berlin geben und auch eben mit Hugendubel ein bisschen was geplant ist. Und abends wird es dann sowohl als auch eine Art Live-Besprechung geben in Berlin, als dann auch in Frankfurt nach Ladenschluss, wo wir in Hugendubel in der Buchhandlung übernachten dürfen, wo wir dann eben auch ein Hangout aus der Buchhandlung machen. Und es hat uns mega gefreut, dass wir diese Chance so dieser Zusammenarbeit bekommen haben, dass wir uns auf jeden Fall zu diesem Termin sehen werden. Wir waren ja auch zusammen in München. Das war der Grund, weswegen wir uns auch im November in München getroffen hatten, wo wir dann eben alle Details mit Hugendubel auch besprochen haben und unsere Ideen zusammengebracht haben. Und da es wohl im nächsten Jahr auch so sein wird, dass immer eine Kingsianerin zu irgendeiner Buchmesse fehlen wird, denn Paddy wird wohl nicht nach Leipzig kommen, ich werde es nicht nach Frankfurt schaffen, die Männer werden, glaube ich, auf beiden Messen sein, werden diese beiden Termine, die jetzt schon fix stehen, und vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Termin dazu, wird dann im Grunde dann so die Möglichkeit sein, dass wir uns wirklich alle vier
ja, diese Zeit nutzen dürfen, dass wir so großartige Projekte miteinander machen dürfen. Und ich ja, bin da wirklich happy drüber und freue mich auf die gemeinsame Zeit, nicht nur mit den drei anderen, sondern natürlich auch mit anderen Booktubern, Bloggern und natürlich auch den Zuschauern. Denn nur so, ich finde halt wirklich dieses Miteinander einfach so besonders und ja, freue mich da einfach auf die Zeit. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, in der Nähe von Frankfurt und Berlin wohnt oder einfach mal sagt, das ist dann auch eine Reise wert, dann klappt das ja vielleicht zu diesen Terminen. Ansonsten steht ja jetzt schon fast die Leipziger Buchmesse bevor. Die ist ja schon im Grunde in 3 Monaten. Ja, die ist ja Mitte März. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch geplant vor Ort, wahrscheinlich Freitag bis Sonntag, werde aber wahrscheinlich nur einen halben, dreiviertel Tag, also ich werde den Freitag auf jeden Fall auf der Messe sein und den halben Samstag und möchte aber auch ein bisschen in Leipzig shoppen gehen und Sonntag dann wahrscheinlich auch nicht mehr groß auf die Messe gehen, mal gucken, wie sich das so anbietet, vielleicht noch mal ein paar Stunden. Aber dann natürlich auch ja, an einem helllichten Tag noch nach Hause fahren, damit man noch ein bisschen erholen sich kann, weil ich Montag drauf keinen Urlaub oder so habe. Denn ich glaube, die übernächste Woche ist dann schon Ostern. Also es ist irgendwie wieder ein bisschen knapp mit den ganzen Planungen und Urlauben und sonstigem. Und ja, das sind so die Termine. Einfach nochmal so kurz auch hier in der Bücherwoche kurz darüber erzählt. Und ja, das war's, denke ich, jetzt auch zu meiner Bücherwoche. Es war wirklich keine schöne Lesewoche, aber es kann im Grunde nur besser werden. Das seht ihr dann natürlich in der nächsten Bücherwoche, wie es so gelaufen wird. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video. Vielleicht wollt ihr ja auch erzählen, was ihr aktuell lest oder was ihr diese Woche gelesen habt, ob ihr eins der Bücher kennt und es vielleicht euch ähnlich ging oder ihr gar nicht verstehen könnt, warum mir das nicht gefiel, dann bitte gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Infos findet ihr natürlich in der Infobox, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen dritten Advent. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.